ja, letzte Liebe ist im Hingelauter. Schuka Kante Makai. Guten Tag, hallo, schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich darüber. Ja, ich freue mich, dass wir hier gemeinsam stehen an diesem 16. Mai und dass wir den Menschen gedenken, die an diesem Tag 1940, vor 82 Jahren, gefangen genommen, verschleppt und in die Konzentrations- und Vernichtungslager gesteckt wurden. Ja, und ich freue mich sehr darüber, dass wir hier gemeinsam stehen, Angehörige von Minderheiten, aber auch Angehörige der Mehrheit. Und dass wir ja, gemeinsam nicht vergessen, was in Sinti und Roma an diesem speziellen Tag in Lübeck und auch in Schleswig-Holstein passierte. Und ich möchte mich auch bei allen Beteiligten bedanken für die Unterstützung und die Organisation dieses Gedenktages. Ja, und ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr schon so lange hier am Ball seid und, ja, und daran erinnert und dass ihr gedenkt und aktiv gegen Rassismus kämpft. Ja, heute geht es um die Männer, Frauen und Kinder, die hier in unserem Lübeck, ja, und auch an anderen Orten hier in Schleswig-Holstein gefangen genommen wurden. Ja, diese Menschen wurden aus ihrem Umfeld gerissen, das ihnen sowieso schon nicht so freundlich gesinnt war. Ja, und sie wurden hier neben uns in die Keller gesperrt. Und den Menschen, diesen Verbrechern war das ganz egal, in welchem Zustand die Menschen waren, ob sie alt oder jung waren, ob sie gesund oder krank waren, ob sie mutig oder verängstigt waren. Das war denen egal. Ja, und als man dann alle eingesammelt hatte, ging es dann weiter wie Vieh oder Ware. Und dann ging das für sie in die Konzentrations- und Vernichtungslager. Ja, obwohl mit Waren oder mit Tieren wären diese Verbrecher wahrscheinlich besser umgegangen, denn diese besaßen ja Wert für sie. Viele dieser Menschen erwartete der Tod. Insgesamt wurden ca. 500.000 Sinti und Roma das Leben hier auf der Erde geraubt. Und eigentlich müsste man diese Zahl korrigieren, denn jeder Mensch, der dieses Leid mitgemacht hat und auch vielleicht körperlich überlebt hat, ja, ist seelisch an dem Ganzen zerbrochen und ist, ja, vielleicht nicht körperlich, aber seelisch gestorben, ganz sicher. Ja, und wie soll man so etwas wieder gut machen? Wie soll man mit so etwas umgehen? Und meiner Meinung nach ist das absolut unmöglich. Ja, aber man könnte diesem Volk, das doch so tief verwurzelt ist in Deutschland und in Europa, das hier seit so vielen hundert Jahren lebt, den könnte man doch mit ein bisschen Freundlichkeit begegnen und ihnen vielleicht die Hand reichen. Ja, und sie am Leben einfach teilhaben lassen hier in diesem Land, auf diesem Kontinent. Aber das verwehren ganz viele unserer Minderheiten. Antiziganismus, das ist der Hass, das ist Ausgrenzung, das ist die Andersbehandlung gegen uns Sinti und Roma. Und das ist immer noch hochaktuell. Wir Sinti und Roma werden immer noch als fremd und gefährlich angesehen. Manche sehen uns vielleicht auch exotisch eher, aber ganz viele sehen uns kriminell und bedrohlich. Ja, und dieser Antiziganismus, das ist wirklich ein Phänomen. Das ist so tief verwurzelt bei uns in der Gesellschaft. Ja, aber das ist nicht nur so in den Köpfen von Nazis. In Deutschland herrscht zurzeit Aufbruchsstimmung. Das ganze Land und die ganzen Menschen möchten Veränderung. Ganz besonders die jungen Menschen, die streben nach einem Umdenken. Umweltbewusstsein, Vielfalt, Toleranz, Akzeptanz, das sind so Schlagwörter, die uns immer wieder begegnen. Und das sind Themen, die Menschen und die Politik zurzeit umtreiben. Ja, und genau das ist unsere Chance, aufmerksam darauf zu machen, auf diesen Antiziganismus und auf Rassismus. Ja, zurzeit herrscht aber auch Krieg in Europa. Und so viele unschuldige Menschen erfahren so viel Leid und so viel Kummer, so viel Hass und manche sogar den Tod. Ja, und einige von Ihnen, von euch, haben das bestimmt mitbekommen, dass Sinti, Roma und Juden in diesen Zeiten wieder Zielscheiben von Hass und Ausgrenzung werden. Und einige von Ihnen, einige von euch werden sicher auch die Pressemitteilung gelesen haben, wo wieder gehetzt wird gegen Roma und Juden und das in der Ukraine. Aber auch hier in Deutschland wurden Menschen aus der Ukraine an den Bahnhöfen begrüßt und empfangen. Und das ist gut und das ist richtig. Und ich freue mich sehr darüber, dass den Menschen so eine Gastfreundschaft erwiesen wird.
Diesen Menschen wurde an den Bahnhöfen ein Raum zur Verfügung gestellt, als sie dort ankamen. Dort sollten sie zur Ruhe kommen können. Ihnen wurde Essen angeboten, ihnen wurden Getränke angeboten. Ja, aber dann kamen auch die Roma-Familien aus der Ukraine. Und diesen galt dieses Angebot aber nicht. Sie wurden ganz besonders kontrolliert, sie wurden beobachtet und manche wurden sogar des Platzes verwiesen. Für diese Menschen gab es keine Snacks und keine Erholung. Der heutige Tag, dieser Tag, der 16. Mai, ist für mich nicht nur ein Tag der Trauer. Dieser Tag erinnert mich immer wieder daran, dass diese präzise Planung der Nazis, ihre systematische und bestialische Vernichtung meines Volkes, dass das ihnen nicht geglückt ist. Einige unserer Angehörigen haben überlebt, wenn auch mit erheblichen Verletzungen physischer, aber auch psychischer Natur, aber sie haben überlebt. Unsere Sprache hat überlebt, unsere Kultur hat überlebt, unsere Musik hat überlebt und auch wir leben. Und wir fordern Akzeptanz und wir fordern Gleichberechtigung und wir fordern Gerechtigkeit. Ich als ein Vertreter unserer Minderheit möchte jetzt darauf aufmerksam machen, dass Deutschland und Europa ein Problem hat, nämlich diesen Antiziganismus. Und das ist ein Problem, das die Mehrheitsgesellschaft hat und das auch die Mehrheitsgesellschaft überwinden muss. Wir als Sinti und Roma, wir als Betroffene, wir können darauf nur aufmerksam machen und gegebenenfalls beraten. Und die Schaffung der Stelle des Antiziganismusbeauftragten in Deutschland, die mit Herrn Mehmet Daimergüler besetzt wurde, ist ein wichtiger und ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich bin sehr gespannt auf die Arbeit seines Teams. Ja, zum Schluss möchte ich mich nochmal für die Beteiligung und das gemeinsame Erinnern heute bedanken. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr hier wiedersehen und es Fortschritte gibt im Kampf gegen den Antiziganismus und gegen Rassismus und dass wir dann spätestens wieder Frieden hier in Europa haben können. Vielen Dank.